Moin Moin und damit willkommen zurück zu Grand Theft Auto 3. Wo wir nun im letzten Part schön Begleitschutz gegeben haben, haben uns dann hier auch noch um ein paar Kerle gekümmert und dann auch noch ein paar gepanzerte Transporter zerstört. Weiter geht's in der nächsten Fernsprechermission, das Höllenfahrtskommando. Pick up my car and take it over to the garage on St. Mark's, alright, yo? Let them defuse that. Let them take care of that bomb. The clock's ticking and the wiring is messed up. One pothole too many and that thing could blow. Now move it! Das ist jetzt echt nicht euer Ernst, Leute, oder? St. Mark's, das ist auf der rechten Insel. Wir sind auf der linken. Ey, Alter. Die Karre fährt nicht mehr. Wisst ihr was, Freunde? Das Spielchen spiele ich nicht mit. So. Das war so unfair, die Sterne wirklich. Schaffe ich doch never ever, Leute. Zur Seite, Mensch. Spinnst du? Alter. Ich sehe jetzt schon meinen 23. Tod, Freunde. Und da ist er auch schon tot. 23, liebe Freunde. Ease up the pressure. Slow down your wheels. And stay off this bank, my brother. Turn right in, turn right in. When they try some place in.
to jungle is adventure. Ich sag besser erstmal gar nichts mehr, bis ich bei der Garage bin, ey. Jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren, Freunde. Jetzt noch den Wagen reparieren. Wo kommt die Beule vor der her? Von mir definitiv nicht. Die Lexus haben mich gerade irre abgelenkt. Kopf zum Stand zurückbringen, keine Delle. Ja, sowas erfordert halt echt Feingefühl. Und schon wieder wird einer Person die Karre geklaut, ist das nicht schön? Diese D
Diebe hier, ey. Ist mal for real, ey. Digga, wo schickt mich denn dieses blöde Navi wieder hin? Bühne frei! Oh nein! Repariere den Wagen! Ja, das mache ich hier, ey. So, jetzt kann ich ihn auch noch mal ein bisschen zerdeppern hier, ey. Ja, ihr wollt mich ärgern, ne? Das sieht man schon. Waren die echt alle wie Assis, ne? Ui. Aber unser lieber Auftraggeber hat natürlich noch nicht genug. Goldrausch. Yo, a Federal Reserve flight just smashed down at Francis International. There's platinum all over the strip. Get a car and snatch up as much as you can. You can drop the bling off at one of my garages. This platinum is mad heavy and it'll slow your wheels down some. So make regular drop-offs at the garage. I got to get to the hospital. Yes, Dad. Wisst ihr was, Leute? Jetzt ärgere ich mich, dass ich keine schnelle Karre habe.
never get tired of boy bands. If you like checking out classic musicals, head down to Bedford Point, where you can see... Where do you think he is? Did you know those little fellas? They never take a break. They just disco dance and damn build. It's crazy. Ich wusste nicht, dass das schon startet, wenn ich eine... Also ich wäre jetzt sehr dankbar für einen schnellen Wagen. Verdammt dankbar sogar. Perfekt. Jetzt kann das Sammeln und Spaß haben beginnen. Nein! Yo, a Federal Reserve flight just... An Assi-Haftigkeit war das jedenfalls nicht mehr wirklich zu unterbieten, Freunde. Wirklich. Du kommst wie gerufen, Süße.
spaßige Mission. Sehen wir uns doch mal die nächste an. Showdown. Das hört sich final an. Alles klar. Das ist also die Schwierigkeit. Man muss Schläger benutzen. Gut möglich, dass das mir den nächsten Tod einbringen wird. Entschuldigung. Okay, die Mission war recht einfach. Aber wirklich einfach. Danke, Puppel, hat Spaß gemacht, aber... Du weißt, was das bedeutet, ne? Du bist ein Zeuge. Zeugen kann ich dich gebrauchen. Ach, weißt du was? Nur um sicher zu gehen. So. Der steht soweit nicht nochmal auf. Aber schön, damit haben wir die Fernsprechermission jetzt auch abgeschlossen. Würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge mal weiter den guten... Oh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Donald Love an, genau. Also, bis zum nächsten Mal dann von GTA 3. Ciao.